2019 hat noch nicht einmal richtig angefangen, da wollen wir schon einen Blick aufs nächste Jahr werfen. Denn auch 2020 verspricht ein aufregendes Kinojahr zu werden. Wir stellen euch deswegen 20 Blockbuster vor, auf die ihr euch im nächsten Jahr freuen könnt. Diese Angaben sind leider ohne Gewähr, denn es können immer wieder Filme verschoben werden. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert uns doch einfach und aktiviert die Glocke. You wanna get nuts? Come on, let's get nuts. Bad Boys for Life. 1995 gingen Will Smith und Martin Lawrence das erste Mal als Bad Boys Marcus Burnett und Mike Lowrey auf Verbrecherjagd. 2003 setzte Michael Bay seine kultige Buddy-Cop-Action-Komödie mit Bad Boys 2 fort. Seitdem war es ruhig um die schlimmen Jungs. 2020, 25 Jahre nach dem ersten Film, kommt nun endlich ein dritter Teil in die Kinos. Michael Bay wird zwar nicht mehr mit dabei sein, wir erwarten dennoch eine geballte Ladung Action und Humor, allein schon weil Martin Lawrence und Will Smith wieder mit von der Partie sind. Back up, put the gun down. And give me a pack of tropical fruit bubblicious. James Bond 25. Erst sollte Trainspotting-Regisseur Danny Boyle den 25. Bond-Film drehen, doch seine Richtung passte den Produzenten nicht. Deswegen sitzt jetzt Cary Fukunaga, Mastermind hinter True Detective, auf dem Regiestuhl. Bond 25 könnte auch den Abschied von Daniel Craig bedeuten. Deswegen ist es interessant, dass der neue Film an Casino Royale anknüpfen soll. Wir dürfen gespannt sein, was der Agent mit der Lizenz zum Töten zum Jubiläum erleben wird. The name's Bond. James Bond. Bloodshot. Vin Diesel reicht es offenbar nicht aus, im MCU Groot zu spielen. Deswegen widmet er sich einem neuen Superhelden, der aber nichts mit DC oder Marvel zu tun hat. Für Sony wird er 2020 zu Raymond Garrison, aka Bloodshot. Der ist ein ehemaliger Soldat mit den Fähigkeiten, sich zu regenerieren und seine Gestalt zu verändern. Alles dank bester Nanotechnologie in seinem Blut. Vin Diesel als Superheld, der mehr als drei Worte spricht, das klingt doch vielversprechend. Fast and the Furious 9. Die verrückten Autorasereien rund um Vin Diesel und Co. gehen 2020 schon in die 9. Runde. Auch hier werden Dom und seine Familie sicherlich wieder unglaubliche Dinge tun, bei denen Physikern das Diplom im Halse stecken bleibt. Verzichten müssen Fans dabei leider auf Dwayne Johnson. Der geht ja zurzeit auf eigenen Faden mit dem Hobbs & Shaw Spin-Off. Allerdings schließt er es nicht aus, in Teil 10 wieder mit dabei zu sein. Ob mit oder ohne The Rock, die Autos werden fliegen, die Action wird wieder grandios. I don't have friends. I got family. Godzilla vs. Kong. Vorsicht, Spoiler. Offensichtlich wird Godzilla sein Abenteuer in Godzilla King of the Monsters gewinnen. Sonst wäre er ja auch nicht der König der Monster und ansonsten würde es 2020 nicht Godzilla vs. Kong geben. Da kommt es nämlich zum ultimativen Kampf der beiden Supermonster. Godzilla vs. Kong von Skull Island. Wer wird siegen? Wer wird stärker sein? Monstergekloppe vom Feinsten, da freuen wir uns schon monstermäßig drauf. Und es kann einfach alles nur besser sein als das furchtbare Etwas aus dem Jahre 1962, wo Godzilla gegen diesen Flohteppich namens King Kong antreten musste. Maleficent 2. 2014 wurde Angelina Jolie zur bösen Fee Maleficent und zeigte uns im gleichnamigen Film, dass es immer zwei Seiten einer Geschichte gibt. Fluch der Karibik 5 Regisseur Joachim Ronning liefert 2020 die lang erwartete Fortsetzung, in der wir viele alte Bekannte aus dem ersten Teil wiedersehen werden. Der Film wird weiter die Beziehung zwischen der Fee und Prinzessin Aurora beleuchten. Neu an Bord ist Michelle Pfeiffer als Königin Ingrid. Well, well. Wonder Woman 1984. Vom Ersten Weltkrieg geht es für Diana Prince in die Wirren des Kalten Kriegs. In Wonder Woman 1984 trifft die Amazone auf ihre Erzfeindin Cheetah. Patty Jenkins führt auch beim zweiten Teil wieder Regie, Gal Gadot schlüpft wieder ins Kostüm der Wonder Woman und Kristen Wiig wird als Neuzugang Cheetah für Ärger sorgen. Der erste Wonder Woman Film war schon ein tolles Action-Abenteuer und bei dem Team vor und hinter der Kamera sind wir sicher, dass auch Teil 2 den Erwartungen gerecht werden wird. Is there anything else you want to show me? Ghostbusters 3.
Viel ist noch nicht bekannt über den neuen Ghostbusters-Film, der 2020 in die Kinos kommen soll. Jason Reitman führt Regie und setzt damit das Werk seines Vaters Ivan fort. Der Film soll eine direkte Fortsetzung von Ghostbusters 2 aus dem Jahre 1989 werden und lässt uns darauf hoffen, dass wir auch die alten Geisterjäger wieder in Aktion erleben werden. Wir wissen also schon jetzt, wen wir nächstes Jahr definitiv anrufen werden. Hallo Ghostbusters. Top Gun 2. 1986 wurde Tom Cruise unter der Regie von Tony Scott zum Flieger als Maverick. Top Gun ist ein Kultfilm der 80er Jahre. Tolle Action, toller Soundtrack, ein strahlender Tom Cruise und fertig. 2020 kommt mit Top Gun Maverick nun eine Fortsetzung ins Kino. Darin spielt Cruise wieder Maverick, der dieses Mal als Mentor für den Sohn seines besten Freundes fungiert und sich zudem mit unbemannten Drohnen auseinandersetzen muss. Ein ähnliches Konzept hat ja schon für Rocky Balboa mit Creed funktioniert. Mal schauen, ob es für Cruise reicht. Mit großer Sicherheit dürfen wir atemberaubende Action erwarten. Yes, sir. Avatar 2. Kommen Sie nun endlich ins Kino oder nicht? Nach seinem Mega-Erfolg mit Avatar redete Regisseur James Cameron immer wieder davon, dass er mehrere Fortsetzungen in Planung hat. Viele taten das als Gerede ab. 2020 ist es dann aber endlich soweit. Avatar 2 soll im Dezember in die Kinos kommen und wird uns hoffentlich mit unglaublichen Effekten umhauen. John Landau, Produzent der Filme, verspricht uns neue Welten und neue Kulturen. So in the sequels, we will go to vast new environs that deliver on the promise that the first movie created. But while going there, will also meet different cultures. Fantastische Tierwesen 3. Ganze 5 Filme sind rund um Tierwesenliebhaber Newt Scamander geplant. In 2 Filmen durften wir schon bei seinen Abenteuern dabei sein. Teil 2, Grindelwalds Verbrechen, baute den Charakter des Gellert Grindelwald weiter aus, dessen Machthunger die ganze Menschheit bedroht. Teil 2 ließ die Zuschauer auch mit spannenden Fragen zurück, die 2020 in Fantastische Tierwesen beantwortet werden sollen. Die Magiergemeinde kann sich also weiterhin auf Zauberhaftes aus dem Potter-Universum freuen. I think that might have been the best moment of my life. Birds of Prey. DC schickt 2020 nicht nur Wonder Woman in den Kampf, sondern auch Harley Quinn. Margot Robbie wird einmal mehr den Hammer schwingen, dieses Mal ohne Suicide Squad, dafür aber mit den Birds of Prey. Das ist eine Gruppe von Superheldinnen, die sich Harley anschließen, um den fiesen Schurken Black Mask zu bekämpfen. Der wird von niemand geringerem als Ewan McGregor gespielt. Wir sind gespannt, wie die Damen sich als Neuzugänge im DCEU schlagen werden. Come on, let's go! Mulan. Disney setzt auch 2020 auf Realverfilmungen bekannter Zeichentrickklassiker. Dieses Mal ist Mulan dran, der von der Neuseeländerin Nikki Caro inszeniert wird. Die Geschichte der Mulan, die sich als Mann tarnt, um zu einem angesehenen Krieger in der Armee zu werden, wurde von Disney erstmals 1998 erzählt. Wer jedoch auf die Songs des Films hofft, wird leider enttäuscht. Der Film wird kein Musical werden. I think it's time we took this war into our own hands. Minions 2. Entweder man liebt sie oder man hasst sie. Die Minions. Kult sind die kleinen gelben Dinger, aber so oder so. 2015 erschien der erste Minions-Solo-Film. Der spielte mal locker mehr als $1 Milliarde ein und wurde einer der erfolgreichsten Animationsfilme überhaupt. Natürlich wird es also dazu eine Fortsetzung geben. Die soll uns 2020 nun endlich mit noch mehr Minion-Albernheiten beglücken. Sherlock Holmes 3. 2009 schickte Guy Ritchie das erste Mal Robert Downey Jr. und Jude Law als Sherlock Holmes und Dr. Watson auf Verbrecherjagd. Es folgte 2011 eine Fortsetzung und dann wurde es erst einmal ruhig um den Meisterdetektiv. Ohnehin hatte Robert Downey Jr. alle Hände voll damit zu tun, die Avengers anzuführen. Für 2020 ist aber endlich ein dritter Teil angekündigt, mit Downey Jr. und Law in den Hauptrollen. Oh, how I've missed you, Holmes. Have you? Marvel Cinematic Universe. Natürlich vergeht kein Jahr ohne Marvel. 2019 endet mit Avengers Endgame die erste große Saga und schließt somit die 3 Phasen des MCU ab. Doch danach ist noch lange nicht Schluss. Gleich 3 Filme sind für 2020 in Planung. Im Mai, im Juli und im November steht uns ein Marvel-Film bevor. Um welche Titel es sich handelt, steht zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Videos leider noch nicht fest. Surprise! Onward!
Ein Pixar-Film darf natürlich auch 2020 nicht fehlen. Nachdem das erfolgreiche Animationsstudio 2019 mit Toy Story 4 eine Fortsetzung in die Kinos bringt, folgt im Jahr darauf mal wieder eine eigenständige Geschichte. Onward entführt uns in eine Welt von Trollen und Elfen, in der sich zwei Elfenbrüder auf die Suche nach Magie machen. Es ist Pixar und das verspricht schon gute Unterhaltung. Als Sprecher mit dabei sind unter anderem Spider-Man Tom Holland und Star-Lord Chris Pratt. Who? Star-Lord, man. Legendary Outlaw. Conjuring 3. Wenn James Wan mal nicht gerade mit Aquaman für Furore sorgt, lehrt er uns mit seiner Conjuring-Reihe das Gruseln. Nach den ersten beiden Filmen rund um das Geisterjäger-Ehepaar Ed und Lorraine Warren sollen deren Ermittlungen 2020 weitergehen. Ursprünglich war mal was mit Werwölfen angedacht, doch in Conjuring 3 soll es nun wohl wieder klassisch um einen bösen Dämon gehen. Leider wird nur nicht mehr James Wan hinter der Kamera agieren. Wir freuen uns dennoch, denn die Conjuring-Reihe verspricht unheimlich gute Filme. Da können sich die Ghostbusters warm anziehen. There's a demonic presence in that house. Venom 2. Tom Hardy wurde 2018 zu Eddie Brock, der dank eines außerirdischen Symbionten zu Venom wurde. Die Fans feierten den Film, der dadurch über 800 Millionen Dollar einspielte. 2020 könnte uns schon der zweite Teil erwarten und da dürfen wir uns dann auf Carnage gefasst machen. Bei dem Monster wäre allerdings ein R-Rating irgendwie angebracht. We are Venom. Dune. Denis Villeneuve begeistert mit so ziemlich jedem seiner Filme die Zuschauer. Jetzt hat er sich ein ganz ambitioniertes Projekt geschnappt und verfilmt Frank Herberts Dune. Ob der Film tatsächlich schon 2020 rauskommt, ist noch nicht raus, könnte aber gut möglich sein. Und der Villeneuve erwartet uns hier hoffentlich ganz großes Sci-Fi-Kino. Der Cast allein spricht schon für sich. Timothée Chalamet soll die Hauptrolle übernehmen und wird von Oscar Isaac, Dave Bautista, Zendaya und Stellan Skarsgård unterstützt. And when it arrives, it will shake the universe. Auf welche Filme davon freut ihr euch am meisten? Welche haben wir noch vergessen? Schreibt es uns in die Kommentare. Für mehr Infos zu Dune oder Venom 2, schaut euch diese Videos an.